und willkommen heute Abend hier zu diesem Livestream. Ja, ich hoffe, ihr wart nicht verwirrt. Ich glaube, die einen oder anderen haben schon eine Benachrichtigung bekommen vor einer halben Stunde. Ich habe mich aus Versehen schon live geschaltet, obwohl ich das gar nicht wollte. Und ja, ich hoffe mal, man hört mich, man sieht mich und es klappt alles so ungefähr. Und ja, der Anlass zu diesem Livestream ist zum einen mal, ja, wir haben 100 Abonnenten erreicht. Das freut mich auf jeden Fall total. Und zum anderen war ich gerade eine Woche in den Ferien und die Pflanzen waren natürlich zu Hause. Die haben wir nicht mitgenommen. Oh Wunder. Und meine Mama war einmal hier und ja, es ist genau das passiert, was ich gehofft hatte, passiert nicht. Und zwar hat sie die Pflanzen ein bisschen schlecht gegossen, also genauso wie man es nicht machen sollte, sondern sie hat hier hat sie ja kleine Löcher drin und sie hat dann einfach so viel gegossen, dass es nicht unten rausgelaufen ist. Und ihr könnt euch vorstellen, bei so einem kleinen Topf, da geht nicht viel Wasser rein. Und ja, also die zum Beispiel, die Sylvaticum, die sieht, ja, die hat da schon die Blätter angekringelt und ist nicht ganz optimal. Deswegen würde ich sagen, wir beginnen gleich mal mit den Pflanzen, die jetzt ganz dringend Wasser brauchen. Das ist eben zum einen mal dieses Sylvaticum. Außerdem hat die auch irgendwie hinten auf den Blättern so wie kleine, ich weiß es nicht, ob es Eier sind. Sie sind so ganz hell und ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwelche Tripse oder irgendwas sein könnte. Deshalb habe ich mir eine alte PET-Flasche geholt. Die werde ich nachher aufschneiden und dann kann ich diese Pflanze isolieren, weil ich möchte nicht, dass die anderen das auch kriegen. Obwohl ich jetzt nicht weiß, was es genau ist. Aber ja, wir schauen einfach mal und so kann ich es beobachten und es passiert den anderen Pflanzen nichts, weil das würde mich dann schon ein bisschen fuchsen, wenn die anderen dann auch hinübergehen. Also, zuerst mal ein bisschen Wasser. Ich gieße ja immer mit normalem, wie sagt man, normalem Leitungswasser. Das ist jetzt einfach raumtemperiert. Bitte gießt eure Pflanzen nicht mit normalem Wasser, also normalem, mit kaltem Wasser, weil das könnte natürlich die Wurzeln ein bisschen schockieren. Also wenn ihr da ganz mit kaltem Wasser rübergeht, dann könnten die Wurzeln dann auch erfrieren. Wie das so im Winter auch ist, wenn ihr die verschickt oder draußen transportiert, das mögen sie echt auch nicht. So, also für alle die, die neu dazugekommen sind, ich sehe, da wechselt die Zahl immer mal wieder. Schön seid ihr hier. Wir gießen gerade diese Piper Sylvaticum, die leider in den Ferien ein bisschen vernachlässigt wurde. Und falls ihr das Video gesehen habt, in dem ich erkläre, wie ich gieße immer so, dass ich hier so eine Schale habe, stelle die ganze Pflanze rein, gieße von oben und lasse das Ganze dann ein bisschen drin stehen, so dass ich das Ganze gut vollsaugen kann und das Wasser, das Überschüssige, unten rauslaufen kann. Und ja, so ist der ganze Wurzelballen richtig schön nass und feucht und das wollen wir ja eigentlich auch. Genau, dann zum nächsten Punkt. Ich möchte hier dieses Sylvaticum isolieren, weil ich habe gerade schon erklärt, da hat es hinten drauf solche kleinen, ich weiß nicht, ob es Eier sind und ich habe ein bisschen Schiss, dass es Eier sind, von irgendwelchen Schädlingen und das möchte ich nicht. Und ich möchte auch auf keinen Fall, dass die sich ausbreiten und deshalb, falls ihr das auch mal habt bei einer Pflanze und sie ist genug klein, um sie in eine PET-Flasche zu tun, schneidet doch die einfach auf. Übrigens gutes Recycling. Und dann werde ich hier einfach Klarsichtfolie rüber tun und das Ganze ist ein isoliertes System und nichts kann passieren. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie die PET-Flasche so aufkriege, dass ich mich nicht schneide, aber eigentlich funktioniert das immer ganz gut. Okay, oder auch nicht. Aber wenn ihr den ersten Schnitt gemacht habt, dann funktioniert super. Und ein Tipp, schneidet nicht hier oben durch, sondern schneidet, oder ist noch Wasser drin, schneidet so unten durch. Dann geht das mit dem Schneiden nämlich ganz einfach. Und ihr könnt auch so schneiden, dass es auf einer Linie ist.
So, den Deckel, den werden wir dann fachgerecht entsorgen. Den lege ich hier mal auf die Seite. Und ich schaue jetzt noch, dass der Rand hier, obwohl das ist eigentlich schon recht gut. Genau. Ja, die hat jetzt nicht wahnsinnig lange da drin gestanden, aber sie hat viel Wasser gehabt. Ich würde sagen, das passt so. Jetzt muss die irgendwie da rein, ohne zu sterben. Okay, ich muss das doch ein bisschen kleiner machen. Sonst bringe ich die Pflanze da gar nicht rein. Und ich möchte sie nicht einfach runterfallen lassen. Das könnte man auch machen, aber ich glaube, dann wäre die Erde irgendwie überall. Und ihr kennt das Problem von anderen Videos. Die Küche muss dann immer wieder geputzt werden. Okay. So, ich glaube, das sollte passen, auch von der Höhe her. Ja, und so können wir das Ganze dann einfach beobachten. Hier noch ein bisschen Klarsichtfolie drauf. Auf die Löcher werde ich jetzt verzichten, weil ich ja nicht weiß, ob es irgendwelche Schädlinge sind. Ja, damit sich die sicher durch die Löcher nicht auch ausbreiten können. Denn das wäre echt schön schade. So. Voilà. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Gummiband bereitgelegt. Mach das da drauf. Und dann sieht das Ganze so aus, eigentlich wie ein kleines Mini-Gewächstreibhaus. Das mache ich übrigens auch mit den Pflanzen, die gerade besondere Pflege brauchen oder so. Eignet sich wirklich gut, so hat man ein kleines eigenes System und da drin ist die Luftfeuchtigkeit natürlich auch sehr, sehr hoch. Normalerweise würde ich aber empfehlen, hier noch Löcher reinzumachen, damit das ganze Zeug nicht beginnt zu gammeln oder so. Genau, das wäre mal unser erster Fall für heute Abend. Ja, mal schauen, ob wir zu allen kommen, weil ich habe hier schon ganz schön viel rumstehen, weil doch jetzt einiges gemacht werden sollte. Hier, die möchte ich euch einfach zeigen, weil ich bin schon ein bisschen stolz. Ich hatte mit den Alokasien ein bisschen Probleme. Ich habe noch eine zweite, die ist eigentlich ein bisschen älter wie die hier, aber die wächst gar nicht so gut, die ältere, weil ich glaube, die hat viel zu wenig Wurzeln, die hat immer noch nur ein Blatt. Und ich mache die jetzt mal kurz auf hier. Das ist eben auch das gleiche System wie vorhin gezeigt mit der Piper. Einfach, dass hier die Folie, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die hat hier einfach noch Löcher, damit das Ganze ein bisschen zirkulieren kann. Dann haben wir hier unten einfach Moos drin und das hier, meine Lieben, ist mein ganzer Stolz. Das ist eine kleine Dragon Scale. Ja. Und ich hoffe mal, die gibt eine große, große Dragon Scale. Ich glaube, da unten kann man sogar schon die Wurzeln sehen. Ja, also die ist auf jeden Fall besser bewurzelt, obwohl die hat so lange gebraucht, bis sie solche Wurzeln hatte. Ich dachte eigentlich schon, die schmeiße ich jetzt dann weg. Also seid geduldig mit euren Pflanzen, denn es kann was richtig Schönes draus werden und ich glaube, die lasse ich jetzt einfach mal noch so drin. Vielleicht werde ich sie dann irgendwann mal umtopfen in Erde, aber ich glaube, die fühlt sich eigentlich im Moos ganz wohl. Genau, ich hatte ja noch eine zweite, aber eine Amazonica in Moos stehen und ich glaube, da habe ich den Fehler gemacht. Ich war da mal mit Dünger dahinter und das hat sie gar nicht vertragen und jetzt sieht sie ähnlich aus wie andere, die ich euch gleich noch zeigen möchte. Die sind nämlich, glaube ich, gestorben. Ja, also schließen wir das mal wieder. Das übrigens die Piper hier und die Dragon Scale, die werde ich ins Terrarium stellen, weil dort ist es einfach noch ein bisschen, obwohl man momentan ist es zwar auch hier in der Wohnung recht warm, aber im Winter ja, ist es wärmer und ich habe da ja extra auch die zwei Sansi-Lampen eingebaut. Also sollte es da eigentlich auch ganz schön viel Licht drin haben. Ja, wenn wir schon bei den Alokasien sind, möchte ich euch mal diese zwei zeigen. Das ist eben genau das gleiche Problem. Ich glaube, da war mal zu viel Dünger drin.
Und jetzt sehen die eigentlich so aus. Lustigerweise, das Blatt sieht echt scheiße aus. Nur der Stängel, der ist eigentlich recht hart. Und auch hier, das Blatt sieht eigentlich gut aus. Also gut kann man auch nicht sagen. Aber die hat halt schon seit Ewigkeiten nur ein Blatt und es passiert so nichts. Ich weiß nicht, ob ich die mal ausgraben soll. Vielleicht hat da jemand von euch ja einen Tipp. Es wäre auch mal eine Idee zu schauen. Ich weiß gar nicht, komme ich da hin? Ich glaube gar nicht, ob jemand was schreibt. Aber falls, schreibt es doch in den Chat, falls ihr eine Idee habt, was mit ihnen genau los ist. Ob das wirklich vom Dünger sein könnte oder was ihr da empfehlen würdet. Ich habe auch schon mal gestudiert, ob ich die rausnehmen soll. Die sind ja in so. Die sind ja in so mineralischem Substrat. Ich glaube, Bims, Lava und Blätternstücke, ob ich die rausnehmen soll und wieder in Moos stellen. Aber ja, mal schauen. Die sind auf jeden Fall sterbend, so wie die andere. Also von den Amazonikas hat es bis jetzt noch keine überlebt. Genau. Alokasien. Die Mama von den kleinen Amazonikas mit ihrem Pilzbefall oder was auch immer sie hatte. Die sieht immer noch so aus. Ja, vielleicht schneide ich da mal die Crispy Teil ab. Ich glaube, das wäre eine Idee. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das ist ja trockener als trocken. Aber sonst bei den Alokasien schneidet bitte nicht solche Blätter ab. Zum Beispiel diesen ganzen Teil, weil die Alokasie kann natürlich aus diesem Teil noch Nährstoffe ziehen. Also wenn die ein Blatt abwirft, dann zieht die Nährstoffe da draus. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, sie hatte vor den Ferien schon, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, vor den Ferien hatte sie schon einen Austrieb und der wächst und wächst. Und ich bin schon mega gespannt, wie es dann aussieht, wenn sie endlich wieder zwei schöne Blätter hat. Weil dieses Blatt hier, das ist unverändert, wunderbar. Auch nicht mal die Spitze ist crispy, also ich glaube, die ist schon ganz schön glücklich. Aber auch diese Pflanze, ich gieße da mal das alte Gießwasser von der Piper weg. Auch diese Pflanze bräuchte, glaube ich, ein bisschen Wasser. Aber ich glaube, stimmt, bei den Alokasien auch ein guter Tipp. Falls sie ein neues Blatt machen, dann tut doch ein bisschen Dünger ins Wasser, weil das braucht irgendwie so viel Energie für diese Pflanze. Ein neues Blatt zu machen, tut da bitte ein bisschen Dünger rein. Genau. Meine zweite Alokasie, die ich euch zeigen möchte, ist die da, meine Dragon Scale Mama Pflanze. Genau, sie macht hier eine Blüte. Ich war zuerst voll happy, dass es endlich ein neues Blatt gibt, aber das hier ist das Blatt, das bei mir gekommen ist. Das hatte sie schon. Und inzwischen sind, glaube ich, zwei Blätter gegangen. Ich weiß nicht, ob es wegen mir war. Also die waren schon gehend, als ich sie bekommen habe. Ja, und das war gerade am Austreiben. Wie ihr sehen könnt, ja, ist es ein bisschen kleiner als das hier. Aber ich bin gespannt, wie die Blüte dann ist, wenn sie auf ist. Und ja, ich weiß, man sollte sie eigentlich abschneiden, aber ich möchte mit der mal ein Experiment starten. Und zwar habe ich mich gefragt, ob es bei den Alokasien auch möglich ist, den Blütenstaub aufzubewahren, um dann eine andere Alokasie zu bestäuben. Und das möchten wir mit der hier mal austesten. Und deshalb hat die jetzt ihre Blüte noch, aber auch hier, wenn sie blühen, schneidet doch die einfach gleich schon ab, weil das braucht nur unnötig viel Energie für die Pflanze und die steckt dann die Videoenergie in die Blätter rein. Und genau. Aber sonst, ich liebe diese Pflanze, schaut mal. Das sind doch wunderschöne Blätter. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass die kleine hier so toll wächst. Ja, genau. Ein weiterer Kandidat, der die Ferien ganz gut überlebt hat, ist der hier, der kleine Mikans. Und ach, ich weiß nicht, ob ich schon Stecklinge schneiden soll. Ich habe den eigentlich erst ein paar wenige Wochen. Vielleicht habt ihr das Video gesehen, den habe ich von privat gekauft. Und der hatte schon richtig tolle Wurzeln. Und
Inzwischen hat der da unten sogar schon Wurzeln wieder gemacht. Also der wächst schon fast wieder unten raus. Ich glaube, ich klaue dem einfach mal hier oben den obersten Trieb. Ich glaube, den klaue ich hier. Das mache ich mal kurz. Den abschneiden. Natürlich wie immer eigentlich mit einer desinfizierten Schere. Ihr kennt's, aber ja, manchmal nimmt man das nicht so genau. So, ja, ich könnte eigentlich auch zwei daraus machen. Soll ich zwei daraus machen? Ich mache zwei daraus. Ich hoffe nur, dass das auch klappt und dass das überhaupt Platz hat hier. Ich habe ein kleines Schottgläschen und die werde ich jetzt einfach da reintun. So. Ja, doch, das sollte eigentlich gehen. Und dann füllen wir das Ganze mit Wasser und haben hoffentlich schon bald zwei kleine Baby-Nikans. Bei so kleinen sollte es eigentlich kein Problem sein, wenn ihr die nicht so lange stehen lässt, wegen dem Vergammeln. Aber ich sehe gerade, okay, dann melde ich da trotzdem aus. Ich lasse die mal noch draußen liegen für, ja, sicher 20 Minuten. Vielleicht muss ich die kurz abtrocknen. Ja, manchmal ist man im Nachhinein schlauer. Also lassen wir die noch ein bisschen trocknen, denn sie saften doch schon ein bisschen. Gut, auf jeden Fall das hier, der kleine Nikans. Hoffen wir, der wächst schön weiter. Wie ihr sehen könnt, auch hier haben wir wieder die PET-Flaschen genommen, weil dieser Topf hier, der ist ja selbst getöpfert, der hat so eine blöde Größe, dass die kleinen Töpfe, die versinken da drin und die größeren, die kann ich wenig reinstellen. Also habe ich gedacht, das passt perfekt. Genau. Und ein weiterer Kandidat, den habt ihr vielleicht auch schon in einem Video gesehen, der Steckling vom Melanochrysum, der ist, glaube ich, bewurzelt. Und zwar hier unten, wie ihr sehen könnt, beginnt der zu gammeln. Und diese Luftwurzeln, die treiben nicht aus, also mal schauen. Ob da noch was wird, ich glaube eher nicht, aber ich werde hier mal lösen und versuchen, euch zu zeigen, dass der echt schöne Wurzeln schon gemacht hat. Ja, das ist immer noch so eine Sache mit dem Aufmachen hier. Okay. Kann man übrigens, ich glaube, das wisst ihr aber die meisten schon, kann man das übrigens auch bei einer Pflanze machen, die schon etabliert ist. Also ich hätte das auch bei Mikans machen können. Einfach da ein bisschen feuchtes Moos rumlegen, ein bisschen Klarsichtfolie rum und dann habe ich hier so Pflanzentape. Das kann man so zumachen, ist eigentlich wie ein Klettverschluss und das könnt ihr dann so um die Pflanze herum wickeln. Und dann ist das eigentlich geschlossen und man kann es einfach aufmachen und immer wieder verwenden. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil wenn man solche, was gibt es denn da, Kabelbinder oder solche Sachen nimmt, dann muss man die immer nachher wegtun und das ist nicht wahnsinnig nachhaltig. Hier könnt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da unten hat es schon richtig schöne Wurzeln gegeben. Und ich glaube, den werde ich jetzt auch mal hier unten abschneiden. Vielleicht ein bisschen weiter oben. Ich schneide den einfach mal ab. Gut, jetzt haben wir zwei Teile. Was ich mit dem mache hier, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich dem mal das Blatt weg und mache wie einen Wetstick draus. Vielleicht klappt das ja noch und sonst. Ja, haben wir ja wenigstens hier dieses Teil, das wächst, worum ich echt froh bin. Nur glaube ich, ich bringe jetzt gerade das Moos nicht weg. Die Frage ist auch, brauche ich das Moos überhaupt wegnehmen?
weil ich möchte den eigentlich nicht gleich schon einpflanzen, sondern noch ein bisschen im Moos weiter wachsen lassen, damit die Wurzeln einfach noch ein bisschen größer werden können. Und ich habe eigentlich ein bisschen Schiss, dass die Wurzeln kaputt gehen, wenn ich da das Moos wegzerre. Aber ich möchte trotzdem sehen, wie die aussehen. Ich glaube, das geht doch nicht. Okay, also, wie ihr sehen könnt, hat er aber hier schon, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Der hat hier schon echt schöne Wurzeln gemacht und ich glaube, dass der auch sicher weiter wachsen wird. Mit dem werde ich auf jeden Fall auch so ein kleines Treibhaus bauen, damit er noch ein bisschen schneller und ein bisschen größer wird. Da oben hat er ja eigentlich auch, schau mal, da oben hat es auch eine neue Spitze gegeben. Dieses Blatt hier hat sich nämlich leider nicht ausgerollt. Das wurde von der Katze, der Dame, bei der ich das geholt habe, wurde der ein bisschen angefressen und hier unten auch. Aber das macht ja eigentlich gar nichts, weil Hauptsache die Pflanze kommt und da bin ich echt happy drüber, weil die Wurzeln sehen super aus. Also hier mache ich noch ein Treibhaus, aber das mache ich nicht jetzt, das mache ich dann irgendwann morgen. Genau. Und der Herr Kollege hier, wie ihr sehen könnt, ja, er ist zwar noch hart, aber er sieht echt scheiße aus. Den schneiden wir auch mal ab. Und am besten schneidet ihr das so ab, dass das Ganze wieder ganz weiß ist, weil wenn da die Spitze innen braun ist, dann könnte es sein, dass er dann einfach weiter gammelt. Zum Beispiel so wie hier. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Der ist braun in der Mitte. Schneiden wir auch noch ein bisschen ab. Und dann klaue ich dem sein Blatt. Und ganz schön hier zu sehen, darunter wäre ein schlafendes Auge. Ich hoffe, das können wir so ein bisschen wecken. Da drin hat es eine kleine Spitze, die austreiben würde. Ja, den legen wir jetzt einfach so, am besten gleich so, weil das hier wäre oben und das unten, den legen wir so ins Moos rein und dann hoffen wir, der treibt aus. Und falls ihr mal nicht mehr wisst, was oben und was unten ist, legt ihn doch einfach quer rein. Die Pflanze weiß dann von sich selbst aus, wo oben und wo unten ist. Und ja, dieses schöne samtige Blatt. Das müssen wir leider entsorgen. Aber schon hübsch die Blätter, auch wenn die jetzt richtig, ja, nicht so schön sind. Ich freue mich schon, wenn die Pflanze dann wirklich groß ist und ganz gut wächst. Genau. Dann habe ich eigentlich noch drei Sachen. Eine Anthurie, die ich euch einfach zeigen muss, weil das ist die Anthurie Crystallinum aus dem letzten Video. Letztes Video? Ja. Von der Plant Tour an der Botanica. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, das Blatt war so klein. Und schaut euch das jetzt an. Das ist doch ein richtig schönes neues Blatt. Die braucht auch Wasser. Ich glaube, der gebe ich auch gleich mal Wasser. Ja, ich bin mega happy und es scheint so, als wäre es noch nicht ganz ausgehärtet. Also vielleicht wächst es ja noch ein bisschen. Die hat zum Glück gar nichts von diesem weißen komischen Zeug, das die Piper hat. Ich hoffe mal, das bleibt auch so, denn das wäre echt schade um die schöne Crystallinum. Und was ich mir auch mal überlegt habe, ob ich nicht hier unten, da macht es ja eigentlich Luftwurzeln, ob ich hier unten noch eine kleine Schicht Moos rumlegen soll, damit die Wurzeln einfach ein bisschen feucht haben, damit die noch ein größeres Wurzelwerk bilden würde. Vielleicht hat jemand von euch ja da Erfahrung und kann mal was berichten. Ansonsten werde ich das vielleicht einfach mal ausprobieren. Aber ganz ehrlich, bei der bin ich ein kleiner Schisshase, weil mit Anthurien kenne ich mich dann doch nicht aus und
Ich möchte eigentlich einfach, dass sie groß und stark und schön wird. Obwohl schön ist sie ja eigentlich schon. So. Für die, die noch nicht dabei waren, nochmal erklärt, immer eine Schale reinstellen, gießen, Gießwasser fließt unten ab. Ich lasse es dann ein bisschen stehen, das Ganze schaukt sich voll. Und so ist der ganze Wurzelballen schön nass und nicht so, wie es meine Mama gemacht hat. Die war ein bisschen schlückchenweise gießen und das machen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Genau. Und dann habe ich hier eigentlich noch die Aloe Humilis. Die wollte ich hier in diesen Topf topfen. Den kennt ihr auch noch aus dem letzten Video. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was ich... Ich glaube, das mache ich heute noch. Weil das Brett hier ist eh schon wieder voll mit Zeugs. Da kommt es auch nicht mehr drauf an. Auf die paar Brocken mehr, die es dann noch gibt. So, also fürs Umtopfen eine Schale und die Pflanze. Am besten das Ganze über der Schale rausnehmen. Und da das Ganze jetzt recht schon trocken ist, schaut mal, wunderschöne Wurzeln. Richtig gesunde Pflanze. Ich nehme das ganz kleines bisschen auseinander, damit die sich nachher schön wieder vertun kann. Denn der Topf ist doch ein bisschen größer. Und die Erde hier ist auch sehr erdig. Ich werde die hier vielleicht noch ein bisschen mischen mit meiner Kakteenerde. Ja, ich glaube, das lasse ich so. Okay. Also ich werde auf jeden Fall Kakteenerde verwenden, weil die braucht gar nicht so wahnsinnig viel Wasser und dann kann ich sie ein bisschen öfter gießen und übergieße sie nicht gleich, weil die Erde dann ein bisschen weniger Wasser speichert. Weil wir kennen das ja schon von den Kakteen, die brauchen nicht so wahnsinnig viel Wasser. Obwohl, das ist ja eigentlich eine Sukkulente, genau genommen. So. Das lassen wir mal kurz stehen. So. Dann fülle ich hier in den kleinen Topf schon mal ein bisschen Erde. So. Voilà. Oh. Ja, das wäre eigentlich auch gut gewesen, da noch was runter zu machen. Wenn ihr habt, könnt ihr da auch unten Steine reinlegen, dann kann das Ganze gut abfließen. Die Steine, die ich aber habe, die sind alle zu klein und fallen da durch. Deswegen lassen wir das jetzt einfach. Dann, ihr könnt es gar nicht sehen, schaue ich, dass die Pflanze wieder etwas so hoch ist, wie sie vorher war und fülle das dann mit alter und neuer Erde auf. Und die es kennen, selbst einzutopfen, ist nicht die beste Idee. Wenn es geht, holt euch jemanden dazu, der euch die Pflanze hält oder euch die Erde reinschüttet. Ja, so. Bei so kleinen geht es eigentlich noch. Aber seht ihr, jetzt habe ich schon ein Problem, ich kann das nicht. Wisst ihr, was ich meine? So. Huch. Ja. Putzen muss man nachher definitiv auch noch kurz. So. Ach übrigens, das habe ich eigentlich jetzt die ganze Zeit total vergessen. Ich wollte mal schauen, ob jemand von euch irgendwo etwas in den Chat geschrieben hat. Ich werde da mal. Ich glaube zu sehen, dass nirgends irgendwer etwas in den Chat geschrieben hat. Also gehe ich da mal nicht drauf ein. Und sonst könnt ihr mir gerne irgendwelche Fragen oder so da lassen. Falls euch jetzt gerade etwas auf dem Herzen brennt. Weil da bekommt ihr direkt eine Antwort. So.
das Ganze dann noch ein bisschen andrücken. Oh je. Soll ich euch nachher noch zeigen, wie es jetzt hier aussieht? Wollt ihr das sehen? Ach Gott, also. Sehr gut. Und so haben wir hier die kleine Hummelis eingetopft. Die wird gleich noch gegossen, damit das gut kommt. Die Erde hier, die ich jetzt neu reingemacht habe, die ist schon sehr trocken, deswegen, ja. Wir wollen ja nicht, dass die Wurzeln gänzlich austrocknen. Ja, wenn ich hier so auf die Zeit schaue, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde. Und ich glaube auch, dass das für heute reicht. Eigentlich hätte ich noch diesen kleinen Kaktus hier. Autsch, der hat mich gerade gestochen. Und zwar, den habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Der hat hier unten einen kleinen Babykaktus gemacht. Autsch. Und den möchte ich eigentlich trennen vom großen. Und ich habe hier auch noch mal so einen kleinen selbstgetöpferten Topf. Den werde ich, glaube ich, da reinsetzen. Aber das mache ich, glaube ich, sonst mal irgendwann. Denn es ist jetzt auch schon ganz schön spät und ja, essen möchte ich nämlich auch noch. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Livestream gefallen. Auch wenn jetzt nicht wahnsinnig viel Interaktion da war. Vielleicht hat es euch ja Spaß gemacht, so live zuzuschauen. Ja. Und sonst sehen wir uns auf jeden Fall am Samstag wieder für ein neues Video. Und dieses Mal bin ich nicht in den Ferien, sondern hier zu Hause und habe Zeit, ein neues Video zu machen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.